Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der AlzChem, Europlan, Certis und Howard Manner recht herzlich zu unserer ersten gemeinsamen Online-Veranstaltung rund um die Kartoffel begrüßen. Ich möchte Sie kurz darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet und anschließend auf den Firmen-Homepages veröffentlicht wird. Sie haben zudem die Möglichkeit, über die Chat-Funktion Fragen zu stellen, wovon zwei Fragen direkt nach jedem Vortrag und die restlichen Fragen am Ende der Veranstaltung vorgelesen werden und beantwortet. Nun komme ich zur Agenda. Und zwar fangen wir mit dem Vortrag von Herrn Küppers an zu den geänderten Rahmenbedingungen der Sikation. Anschließend vom Herrn Reimann zu dem Thema Drahtwurm, Engerling und Co. Welche Möglichkeiten haben wir noch? Als drittes der Herr Jonen, gezielte Düngung bringt Erfolg. Und zu guter Letzt noch der Herr Jakobs mit BioxM, natürliche rückstandsfreie Keimhemmung mit Zusatznutzen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Veranstaltung und übergebe nun das Wort an den Herrn Küppers. Sehr verehrte Gäste der virtuellen Veranstaltung. Jenny, erstmal schönen Dank für die Begrüßungsworte. Mein Name ist Robert Küppers und habe als Thema brandaktuell die Sikation gewählt. Warum Sikation nach dem Wegfall von Reklone im Jahre 2020 standen wir vor neuen Herausforderungen und mussten diese jetzt meistern und haben erste Erfahrungen damit gesammelt. Die zugelassenen Mittel zurzeit in 2021 sind Beluca, eine untergeordnete Rolle, das Quick Down und das Shark. Das sind die zugelassenen Mittel, wenn wir mit der Chemie arbeiten wollen. Im Gegensatz zum Reglone haben die andere Wirkungsweisen und die ersten Folgen sind sichtbar. So ist beim Quick Down das Problem, dass nicht stärker abgetragen oder beziehungsweise verringert wird in der Knolle, sondern eher noch zunimmt und damit die Kartoffel, so haben wir in 2020 die Erfahrung gemacht, hat hier und da auch noch empfindlicher wird. Zusätzliche Maßnahmen, die man ergreifen kann, fangen mit der Auswahl der Sorte, sprich jetzt an. Des Weiteren den Pflanzzeitpunkt, die Düngestrategie, wie viel Stickstoff gebe ich die Kultur und als letztes die mechanische Krautregulierung. Fangen wir mit der zusätzlichen Maßnahme Sortenwahl an. Es geben Sorten, die in der natürlichen Abreife schneller, zügiger sind als andere, und man sollte, wenn man schon rein auf chemische Mittel setzt, Sorten wählen, die von Hause aus eine zügige, natürliche Abreife hat. Hier mal zwei Beispiele in dem festkochenden Bereich, die Venezia oder die Belana, die altbekannte Belana, oder im vorwiegend festkochenden Bereich die Madeira, die von Haus aus in die natürliche Abreife geht und damit leichter sikiert werden kann. Weitere Maßnahme, Pflanzzeitpunkt. In der Vergangenheit haben wir den Pflanzzeitpunkt eher immer weiter nach hinten gelegt, um dort frische Ware im Herbst aus den Feldern zu holen und einzulagern. Mit der neuen Maßnahme, dass wir kein Reglone mehr haben, müsste den Pflanzzeitpunkt eventuell wieder nach vorne, etwas nach vorne legen, um die Sonnenstunden ausnutzen zu können, um dort besser mit den vorhandenen Mitteln noch zikieren zu können. Das dritte, Düngestrategie. Bewusst mal ein Güllefass als Bild hinzugefügt, weil wir feststellen, dass der Stickstoff, der unkontrollierte Stickstoff im Herbst meist dazu führt, dass die Partien eher wieder ergrünen
nach dem Sommer ergrünen oder grün bleiben, weil mit Wärme und Feuchtigkeit, die dann irgendwann mal eintritt, auch der Stickstoff mobilisiert wird und damit die Abreife verzögert und die Sekation schwieriger macht. Als letztes bleibt die mechanische Krautregulierung. Sortenspezifisch kommen wir an einigen Sorten gar nicht vorbei, mechanisch Kraut zu regulieren. Und dann stellt sich die Frage, wie macht man das? So, der Klassiker, der Krautschläger. In dem Augenblick, wo ich Mechanik einsetze, besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, ähnlich wie beim Reglone, Laub wegzunehmen. Die Wurzeln bleiben intakt und damit habe ich einen ähnlichen Effekt wie beim Reglone, sodass die Kartoffeln anfangen abzureifen und nicht noch in der Übergangszeit zusätzlich stärker einlagern und damit sogar noch empfindlicher werden. Ein Versuch mal mit einer thermischen Krautregulierung, eine sehr kostspielige Sache und diese alle vier Reihen da durchfahren, bleiben uns dann nicht erspart. Wichtig ist bei der mechanischen Krautregulierung, dass wir auf jeden Fall die Dampfflanken, dass wir die Dämme intakt halten und möglichst wenig anschneiden, wie das hier in dem Bild sehr schön zu erkennen ist und damit die Knollen freilegen und höhere Beschädigungen oder Grüne produzieren. Ein Versuch, mal mit einer anderen Art Mechanik zu arbeiten, die breitflächiger arbeitet, die dort weniger Gewichte und damit effizienter und dampfschonender arbeitet, war mal ein Versuch mit einem Wender, der sich jetzt in 2020 doch schon hier und da gut bewährt hat. Der Vergleich klassisch mit dem Krautschlägler und Wender. Halten Sie dieses Bild mal kurz in Gedanken, da komme ich gleich noch drauf zurück. Hier mal ein Video, wie wir mit dem Krautschläger, sprich Wender, gearbeitet haben, um zu zeigen, was der eigentlich mit dem Strauch macht. Das ist jetzt das Bild von eben. Hinten wieder die Biogasanlage, hier die Grenze. Links mit dem klassischen Schlägler, rechts mit dem Wender. Vor 8 Tagen, Nachlage war stark, vor 8 Tagen sah das hier doch noch etwas wüster aus. Aber man sieht nach 8 Tagen kaum noch einen Unterschied zwischen diesen zwei Verfahren und somit eine durchaus denkbare Alternative mit weniger Überfahrten und leichterem Material, die Kartoffeln dahin zu bekommen, was früher das Reglone gemacht hat. Und wenn man jetzt mal einen näheren Blick auf diese Sträucher sieht, sieht man, dass sie neben dem Laub, was abgeschlagen wurde, die Stängel zwei, dreimal geknickt wird und dann vielleicht die Spitze noch abreißt und damit die Sekation in Gang gesetzt wird. Die Erfahrung hat gezeigt, wenn man das Verfahren so wählt, möglichst zügig mit einem Mittel, in der erster Linie war es das Schark, hinterherzufahren, um dort die restliche Sekation einzuleiten. Wenn man 2 Tage wartet, ist der Stängel soweit schon eingetrocknet, kriegt man nicht mehr genügend Wirkstoff als Nachlage in die Pflanze. Damit komme ich auch direkt schon zu meiner Empfehlung für 2021. Die Sekation beginnt mit der Sortenwahl. Ich habe es mal an zwei, drei Sorten beispielhaft klar gemacht. Der Stickstoff muss ich so kontrollieren, dass ich besser nachdünge. Matthias Ionen wird da gleich bei der Blattdüngung vielleicht noch drauf eingehen. Als vorne schon zu viel zu geben, rausnehmen kann man keinen Stickstoff. Die mechanische Krautregulierung, wenn sie durchgeführt wird, sollte so dampfschonend wie möglich stattfinden, um dort möglichst keine Kartoffeln zu beschädigen. Und als Nachlage kommt Quick Down oder Shark in Frage.
Und wenn ich eine Sorte habe, die stark zum Wiederaustrieb neigt, sollte man möglichst Chard als letzte Gabe geben. Da bleibt mich zum Schluss noch zu sagen, vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Infoveranstaltung, an dieser Art von Infoveranstaltung. Wünsche meinen nächsten Teilnehmern toi, toi, toi. Und hoffentlich sehen wir uns im Sommer, Spätsommer 2021 wieder irgendwo auf dem Feld, um dort unsere Kartoffeln zu besichtigen. Dankeschön. Danke, Herr Küppers. Ich habe auch schon eine erste Frage an Sie. Und zwar, welche Sorten eignen sich besonders gut bei einem geringen Sekationseinsatz? Also grundsätzlich muss man sagen, die frühen Sorten oder andersrum, das Bundessortenamt sagt bei der Abreifegrad, bei der Einstufung der Sorten, sagt die bei sehr früh, früh, mittelfrüh nichts anderes aus, als dass das Laub dann und dann in die Abreife geht. Somit geht man, wenn man keine Mechanik einsetzen möchte, tendenziell wieder zu früheren Sorten. Und da eignen sich natürlich einige Sorten besonders. Zwei habe ich schon genannt. Im sehr frühen Bereich kann man noch die Glorietta nennen. Im sehr frühen Bereich kann man noch die Corinna nennen, die im Laufe des Sommers schon von sich aus in die Abreife geht und damit einen leichteren Sekationsaufwand nach sich zieht. Okay, danke. Und eine zweite Frage. Bei welchen Sorten muss ich von vornherein eine mechanische Krautregulierung einplanen? Ja, das ist natürlich eine spannende Geschichte. Dann hängt ein bisschen davon ab, wie das Jahr ist, aber tendenziell Sorten, die später eingestuft sind, drei oder vier, neigen dazu, nicht von sich aus abzureifen. Und Sorten, die eine sehr hohe Hitze- und Trockentoleranz haben, die also quasi sehr sauber durch den Sommer kommen, ohne von sich aus abzusterben, auch die neigen dazu, nicht von sich aus abzusterben. Und da werden wir wohl in Zukunft kaum noch an eine Mechanik vorbeikommen. Als zweite Maßnahme Quick Down oder Shark gut, aber vorher muss in irgendeiner Form das Blatt reguliert werden. Okay, danke schön. Und jetzt gebe ich das Wort an Herrn Reimann. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Martin Reimann, Mitarbeiter der AlzChem Trostberg AG, zuständig für den Bereich Nordrhein-Westfalen, Weser-Ems. Mein Thema lautet heute Drahtwurm, Engerling und Co. Welche Möglichkeiten haben wir noch? Bevor wir darauf eingehen, eine kurze Aufstellung von dem Herrn Dr. Lauenstein, war lange Zeit beschäftigt bei der Landwirtschaftskammer in Oldenburg, der sich einmal intensiv mit der Beweglichkeit der verschiedenen Schädlinge beschäftigt hat. Bei den Nematoden eine relativ geringe Beweglichkeit, 30 cm pro Jahr. Das ist nicht sehr viel. Da ist die Verbreitung über die Bodenbearbeitung sicherlich größer als die Wanderfähigkeit der Nematoden. Etwas anders sieht es aus bei den Engerlingen und beim Drahtwurm. Dort haben wir 0,5, beim Drahtwurm sogar bis 0,8 Meter pro Woche. Das bedeutet, 2 bis 4 Knollen in der Reihe, aber auch maximal 2 Pflanzreihen können innerhalb einer Woche befallen werden, zumal der Drahtwurm die Lockwirkung der Kartoffeln noch sehr stark ausnutzt. Und hier ist auch häufig ein Fraß in der Reihe festzustellen. Welche Möglichkeiten der Bekämpfung haben wir noch? Es hat sich in den letzten Jahren relativ intensiv eingeschränkt. Ich habe hier nochmal die wichtigsten Dinge aufgeführt, die ich nur nochmal stichwortartig eingehen möchte, bei denen in der Vergangenheit doch schon sehr ausführlich behandelt worden. Das Grundsätzliche natürlich erst einmal den Befall prüfen, um zu sehen, wie hoch ist der Druck auf meiner Fläche. Das zweite, Anbau unempfindlicher Sorten bzw. Industriesorten. Da kann der Hubert Küppers später sicherlich nochmal auch genauere Auskunft draus geben, wenn da noch Nachfragen sind. Die dritte Möglichkeit, möglichst große Flächen. Hier ist dann die Randwirkung wesentlich geringer. Das heißt, die Einwanderung vom Rand ist auf einer größeren Fläche wesentlich kleiner als auf einer kleinen Fläche. Die intensive Bodenbearbeitung, ich denke, ein ganz wichtiges Thema bei warmer Witterung.
intensive Bodenbearbeitung bei warmer Witterung gilt gerade auf die Drahtwurmreduzierung beim jungen Drahtwurm. Im ersten Jahr ist der junge Drahtwurm noch relativ unflexibel. Er hat noch nicht diese starke Wandermöglichkeit. Und durch die mehrmalige Bodenbearbeitung kann ich ihn immer wieder nach oben ziehen und kann ihn dadurch austrocknen. Das gilt aber, wie gesagt, nur für den Drahtwurm im ersten Jahr. Zweite, dritte, vierte Jahr ist er wesentlich flexibler und wandert also schneller wieder in den Boden rein, aber durchaus eine gute Maßnahme. Geringen Eiablagereiz schaffen, Unkrautbekämpfung, Förderung der Strohrotte ist ein Thema, was den Drahtwurm reduziert, was sich aber in der Praxis häufig gar nicht so leicht durchführen lässt, zumal wenn wir dann auch an die kontinuierliche Begrünung denken, das sind natürlich alles Voraussetzungen, die dem Drahtwurm doch sehr gute Lebensentwicklung schaffen. Grundsätzlich natürlich auch eine weitgestellte Fruchtfolge, wenig Gras, Mais und Kartoffeln in der Fruchtfolge. Wer die Möglichkeit hat, der nutzt sie sicherlich aus, aber in vielen Fällen auch nicht unbedingt möglich. Was einen sehr guten Effekt hat, gerade auf Hochbefallsflächen, ist eine relativ frühe Ernte. Man weiß, bei der Ernte im September nimmt der Befall pro Woche um bis zu 5% zu. Von daher auf den Starkbefallsflächen eine frühe Ernte sicherlich sehr positiv. Und ein Punkt, der das Ganze noch ergänzt, ist hier die Anwendung vom Kalkstickstoff, um den Schaden an den Knollen auch hier zu reduzieren. Kalkstickstoff ist ja jetzt kein neues Produkt, den gibt es inzwischen seit weit über 100 Jahren. Von daher weiß man heute eigentlich beim Kalkstickstoff sehr gut, was geht und was geht nicht. Aber wir haben heute die Problematik, wir haben enge Fruchtfolgen, wir haben eine Zunahme der bodenbürtigen Schaderreger, wir haben einen relativ starken Rückgang bei den zugelassenen Pflanzenschutzmitteln, wir haben keine Neuzulassung und das heute nicht nur bei Nischenkulturen, sondern auch bei den Hauptkulturen. Häufig dürfen auch nur eine begrenzte Anzahl von Wirkstoffen eingesetzt werden. Das heißt, es gibt immer wieder neue Probleme und da kommt dann natürlich das Thema Bodenhygiene wieder wesentlich stärker in den Vordergrund, in den Fokus. Das heißt, die Bodenhygiene gewinnt hier doch wieder wesentlich mehr an Bedeutung. Wenn wir uns den Kalkstickstoff einmal ansehen, wie es ihn heute gibt, 19,8% Gesamtstickstoff, davon ein kleiner Teil, 1,8% Nitrat. Der Rest ist Carbamid bzw. nachher Ammoniumstickstoff und 50% Kalk. Vom Stickstoff her ist der Kalkstickstoff ein sehr langanhaltend wirkender Dünger. Es ist im Grunde genommen der erste stickstoffstabilisierte Dünger, weil bei der Umsetzung des Kalkstickstoffs im Boden entsteht ein Nitrifikationshemmstoff. Und dadurch halten wir den Stickstoff aus dem Kalkstickstoff über einen relativ langen Zeitraum in der Ammoniumform. Wir haben praktisch ein Ammoniumdepot im Boden, aus dem sich die Pflanze nach Bedarf bedienen kann. Wir liefern den Stickstoff also in ganz kleinen Schritten an. Es steht aber auch immer etwas Nitratstickstoff zur Verfügung. Falls nicht genügend Nitratstickstoff zur Verfügung steht, ist die Pflanze aber auch durchaus in der Lage, Ammoniumstickstoff aufzunehmen. Und wir wissen ja, dass die Ammoniumaufnahme aus pflanzenphysiologischer Sicht auch wesentlich gesünder ist. Der Ammoniumstickstoff kann direkt in der Pflanze verarbeitet werden. Nitratstickstoff muss erst wieder zu Ammonium reduziert werden, muss zu Ammonium umgebaut werden. Zum anderen haben die ammoniumernährten Pflanzen auch ein wesentlich intensiveres Feinwurzelsystem. Und je höher das Wurzelsystem ist, desto besser ist dementsprechend natürlich auch die Nährstoffaufnahme. Und durch diese langanhaltende, gleichmäßige Stickstofffreisetzung bekommen wir natürlich auch eine gleichmäßige Stickstoffernährung. Und eine Pflanze ist immer wesentlich gesünder, wenn sie lang, gleichmäßig und kontinuierlich mit Stickstoff ernährt wird, als wenn wir wie bei nitrathaltigen Düngern schnell einen Stickstoffschub bekommen, weil in diesem Stickstoffschub die Pflanze innerhalb kurzer Zeit viele Zellen bilden muss. Und dann sind die Zellen nie so stabil, als wenn wir eine gleichmäßige, kontinuierliche Ernährung haben. Herr Hubert Küppers hat vorhin schon mal das Foto gezeigt mit dem Güllefass. Und das ist ja heute auch so, dass auf vielen Standorten auch eine entsprechende organische Fracht im Boden ist. Und diese organische Fracht ist ja häufig sehr schwer zu kalkulieren. Wann kommt der Stickstoff? Und wenn es dann feucht, warm, wüchsig wird, dann kommt der nitrathaltige Stickstoff und dann kommt zusätzlich der Güllestickstoff, was dann natürlich sehr schnell einen Stickstoffschub befördert, was bei der Kartoffel dann häufig sehr stark ins Laub geht. Und hier haben wir bei dem Kalkstickstoff die Ammoniumernährung den Vorteil, dass zumindest der
mineralische Stickstoff sehr langanhaltend kontinuierlich kommt und in dem Bereich, wo sich der Stickstoff befindet, auch noch diese stickstoffstabilisierende Wirkung eintritt auf den bodenwürdigen Stickstoff. Das heißt also eine wesentlich langsamere Anlieferung mit dementsprechend einem festen Zellsystem. Der zweite Nährstoff im Kalkstickstoff ist das Calcium. Kalk sicherlich auf der einen Seite sehr wichtig für die ganzen Umsetzungsprozesse im Boden. Wir kriegen aber auch aus dem Kalkstickstoff eine aktive Calciumaufnahme. Und Calcium ist ja auch sehr wichtig für die Mittellamellen, die die einzelnen Zellen zusammenhalten. Wenn diese Mittellamellen ausreichend mit Calcium versorgt sind, bekomme ich eine relativ feste Zellstruktur. Und das zusammen mit dieser langanhaltenden, gleichmäßigen Stickstoffwirkung aus dem Kalkstickstoff sorgt dafür, dass wir nachher auch ein stabiles, festes Ernteprodukt, eine stabile Knolle bekommen. Also auf der einen Seite langanhaltende, gleichmäßige Stickstoffwirkung. Der Stickstoff zu dem Zeitpunkt, wo die Pflanze ihn benötigt. Nicht, wie wir es häufig beim Nitratstickstoff haben, auch mal schnell eine Verlagerung. Und im Herbst kommt es dann zu einer verspäteten Stickstoffaufnahme, was auf der einen Seite sicherlich Probleme bereitet bei der Qualität, was auf der anderen Seite, wo der Hubert eben auch schon drauf eingegangen ist, natürlich auch ein ganz großes Problem bereitet, wenn es um die Sikkation geht, wenn da noch zu viele Nährstoffe zur Verfügung stehen, dass wir keine natürliche Abreife bekommen. Auf der anderen Seite vom Nährstoff der Kalk, Krumendurchlüftung und Knollenqualität, die hier in den Vordergrund zu stellen sind. Und das, was den Kalkstickstoff dann auch so besonders macht, ist eben durch diese sogenannte Cyanamidphase, diese bodenreinige, desinfizierende Wirkung, wodurch die Probleme Drahtwurm, Engerling, Schnecken, aber auch bodenwürdigen Schaderregern wie Rhizoctonia, Sclerotinia erheblich reduziert werden. Also hier auch diese unterstützende Wirkung, um den bodenwürdigen Druck herunterzufahren. Mit dem Thema Kalkstickstoff-Einsatz in der Kartoffel hat sich auch die Landwirtschaftskammer in den vergangenen Jahren relativ intensiv auseinandergesetzt. Und man hat auch hier feststellen können, dass durch so eine Menge von 4 bis 6 Doppelzentner Kalkstickstoff der Druck auf den Kartoffelflächen durch den Drahtwurm erheblich heruntergefahren werden konnte. Wenn wir uns jetzt alle Versuche mal ansehen, die es zum Thema Kalkstickstoff in der Kartoffel gibt, gerade um das Thema Drahtwurmschäden in den Vordergrund stellen, dann haben wir so einen Wirkungsgrad von gut 50%. Das ist mal ein bisschen weniger, ist aber auch mal ein bisschen mehr. Das heißt, gut die Hälfte des Besatzes, den wir auf den Flächen haben, den Schaden, den die Drahtwürmer verursachen, können wir durch den Kalkstickstoff reduzieren. Muss man natürlich dazu sagen, der Kalkstickstoff ist eine ganz gute Maßnahme, das zu unterstützen. Der Kalkstickstoff ist jetzt aber auch kein Wunderdünger. Wenn ich mich jetzt auf einer Starkbefallsfläche bewege, auf denen sehr hoher Drahtwurmdruck ist, dann kann ich auf so einer Fläche natürlich nicht erwarten, dass ich durch den einmaligen Kalkstickstoff-Einsatz den Drahtwurmbefall dauerhaft an den Knollen so stark im ersten Jahr schon reduzieren kann. Und da stellt sich heute immer so ein bisschen auch die Frage, wenn es um das ganze Thema Bodenhygiene geht, wann fange ich jetzt mit so einer Kalkstickstoffdüngung an? Das Beste und Günstigste ist natürlich schon mal anzufangen, bevor das Problem überhaupt da ist, um dem Problem vorzubeugen. Und wenn wir uns so die Kartoffelflächen und die Drahtwurmproblematiken ansehen, da gibt es einige wenige Betriebe, die wirklich Hochbefallsflächen haben. Da reicht eine einmalige Kalkstickstoffanwendung sicherlich nicht aus, sondern da muss ich dann auch mal versuchen, den Kalkstickstoff so ein bisschen nochmal in die Fruchtfolge mit einzubauen, vielleicht bei einer zusätzlichen Kultur nochmal Kalkstickstoff anzuwenden, um dort einen Effekt zu erzielen. Aber die Masse der Drahtwurmproblemflächen bewegt sich ja so im latenten Bereich, mal etwas mehr, mal etwas weniger. Und das sind dann in der Regel auch die Flächen, auf denen wir mit so einer einmaligen Kalkstickstoffanwendung sehr gut zurechtkommen, dass wir den Drahtwurmbefall an den Knollen sehr stark reduzieren und in den Grenzen halten können. Die besten Ergebnisse werden sicherlich immer erzielt in den feuchten Jahren, weil der Kalkstickstoff braucht immer Feuchtigkeit für die Umsetzung. Aber gerade bei der Einarbeitung vor den Pflanzen haben wir eigentlich immer genügend Bodenfeuchtigkeit, dass hier die Wirkung schnell eintritt. Auf Standorten, die zur Trockenheit neigen, ist es auf jeden Fall immer vorzuziehen, direkt vor den Pflanzen auszubringen und nicht erst nach dem Legen. Kurz noch der Hinweis auf die verschiedenen Kalkstickstoffkörnungen, weil das auch immer wieder mehr ein Thema wird.
den PERKA-Standard mit dem Kornspektrum 0,8 bis 3,5 mm. Das ist das, was so bei den meisten Händlern vor Ort liegt. Können wir ausbringen mit einer Streubreite bis zu 21 Metern. Wenn ich größere Streubreiten habe oder auch den Kalkstickstoff in der Düngermischung einsetzen will, das heißt einen Blenddünger mit dem Kalkstickstoff zur Kartoffel herstellen will, da noch Phosphor und Kali mit reinmische, dann sollte ich auf jeden Fall auf den PERKA grob zurückgreifen. Kornspektrum 1,7 bis 3,5 mm, das heißt, hier ist das Feinkorn raus, passt dann sicherlich bei der Mischung wesentlich besser zu den anderen Düngern und ich habe hier Streubreiten 33, 36 Meter, die überhaupt kein Problem sind. Kalkstickstoff-Mikrogran ist eher im landwirtschaftlichen Bereich, kommt er nicht zum Einsatz. Dort wird dann auch für die Ausbringung ein Exaktstreuer benötigt. Also das, was hier der Kartoffel zum Einsatz kommt, Standard oder für die größeren Streubreiten PERKA Makro. Anwendungsempfehlung, wie setze ich den Kalkstickstoff ein? Aufwandmenge 4 bis 6 Doppelzentner. Kurz vor dem Legen oder kurz vor dem Pflanzen ausbringen. Die Betonung liegt immer kurz vorher. Wenn ich den Kalkstickstoff ausbringe, der Kalkstickstoff kommt mit der Bodenfeuchtigkeit in Berührung, setzt die Cyanamidphase ein. Und wenn ich den Kalkstickstoff zu früh ausbringe, lasse ihn oberflächlich liegen und arbeite ihn nicht ein, beispielsweise eine Woche vorher, dann habe ich die Cyanamidphase nur im oberen Bereich und ich komme nicht in den Boden rein. Von daher erst kurz vor dem Legen ausbringen und dann mit dem Legen und Häufeln einarbeiten. So ein Tag vorher ist sicherlich kein Problem. Viel weiter sollte ich nicht nach vorne gehen. Aufwandmenge, wie gesagt, 4 bis 5 Doppelzentner, gerade wenn es so um die Drahtwurmproblematik geht, sollten bei der breitflächigen Ausbringung mindestens 4 Doppelzentner ausgebracht werden. Wir haben über die Stickstoffmenge gesprochen, nicht zu hoch bemessen, die organische Fracht berücksichtigen. Falls es hinten nicht reicht, kommt da gleich der Matthias Jonen noch, der dann das Thema Blattdüngung anspricht. Für die Betriebe, die über eine Unterfuß- oder Reihendüngung verfügen, besteht hier auch die Möglichkeit, Kalkstickstoff mit einer etwas geringeren Aufwandmenge, 2 bis 3 Doppelzentner, als Reihen- oder Unterfußdüngung auszubringen. Ich kann hier die Aufwandmenge reduzieren, weil ich den Kalkstickstoff in einem schmaleren Band ablege und in diesem schmaleren Band eine höhere Konzentration habe. Wichtig dabei aber auf jeden Fall den Abstand zur Pflanzknolle beachten. Falls Sie noch Fragen haben zur Anwendung Kalkstickstoff in den Kartoffeln oder auch zu anderen Kulturen, sprechen Sie mich jetzt an oder sprechen Sie mich auch gern hinterher an. Da können wir gerne eine Beratung vor Ort oder auch am Telefon durchführen. Sonst möchte ich aber nochmal verweisen auf unsere Homepage www.perka.de, wo es auch sehr schöne Hinweise zu anderen Kulturen zum Einsatz vom Kalkstickstoff gibt, dass man dort noch einmal nachschlagen kann. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, der ein oder andere hat noch so ein bisschen was mitnehmen können. Ich wünsche Ihnen für das Frühjahr alles Gute. Bleiben Sie gesund und darf dann an die Jandy zurückgeben. Danke dir, Martin. Ich habe auch schon eine Frage. Wie ist der aktuelle Sachstand zur Zulassung von Kalkstickstoff in den kommenden Jahren laut Düngeverordnung? Letztes Jahr kursierten Gerüchte, dass der Einsatz von Kalkstickstoff eingeschränkt werden sollte. Ja, das ist jetzt natürlich ein Bereich, den könnten wir jetzt über eine halbe Stunde behandeln. Ich würde es mal relativ kurz so fassen wollen. Es braucht sich also keiner Gedanken machen, dass wir in 3 oder 4 oder 5 Jahren keinen Kalkstickstoff mehr haben. Die ECHA, die Europäische Chemikalienagentur, hat den Kalkstickstoff geprüft. Die ECHA ist eine reine Kontrollbehörde, die sagt, wir wissen gar nicht, was die Landwirte machen. Wir wissen gar nicht, ob das, was wir empfehlen, umgesetzt wird. Daher ist es sicherlich am einfachsten, den Kalkstickstoff zu verbieten. Das Problem oder eins der größten Probleme, was die ECHA bei der Kalkstickstoffzulassung hat, ist beispielsweise gewesen, wenn ich 4 Doppelzentner Kalkstickstoff ausbringe und es kommt ein Starkregen und der wird abgeschwemmt. Da haben wir natürlich eine Düngeverordnung. Diese Dinge interessieren die ECHA soweit aber nicht. Entscheidend tut auch nicht die ECHA, sondern entscheidend tut die Europäische Kommission. Aber wie gesagt, wir gehen momentan davon aus, dass es auch in 5 Jahren noch Kalkstickstoff gibt. Gut, danke dir, Martin. Jetzt habe ich noch eine zweite Frage. Moment, muss ich kurz suchen. Und zwar, wann sollte Kalkstickstoff angewendet werden für Bekämpfung von Drahtwürmern? Im Jahr des Kartoffelanbaus oder auch schon in den Jahren davor?
Also das ist dann das, was ich eben versucht habe, auch so ein bisschen schon mal herauszustellen. Wenn ich mich auf einer latenten Drahtwurmfläche befinde, wo ich einen Drahtwurmdruck habe, der aber nicht allzu hoch ist, dann reicht es hier sicherlich aus, das im Jahr der Kartoffel zu tun. Bewege ich mich auf einer Hochbefallsfläche, dann ist es immer sehr sinnvoll, auch zwischendurch in der Fruchtfolge noch einmal Kalkstickstoff einzusetzen, um auch dort den Drahtwurmdruck nochmal herunterzufahren, zu reduzieren. Da bietet sich in vielen Fällen dann beispielsweise im Frühjahr die Zuckerrübe an, um dort auch nochmal den Kalkstickstoff auszubringen, weil wenn ich diese Reduktion in Bezug auf den Drahtwurmschaden haben möchte, ist es immer wichtig, dass ich den Kalkstickstoff auch in den Boden reinbringe. Und von daher bleibt immer nur eine Ausbringung vor der Saat bzw. vor dem Legen. Und da bleibt dann eigentlich fast nur noch die Zuckerrübe im Frühjahr. Eine gute Möglichkeit wäre auch noch die Zwischenfrucht gewesen oder vor dem Wintergetreide im Herbst. Aber das grenzt heute ja die Düngeverordnung eigentlich aus. Gut, dann danke dir. Und jetzt übergebe ich das Wort an den Herrn Jonen. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf Sie recht herzlich im Namen der Firma Howard Mannerdünger begrüßen und hoffe, dass Sie mich alle gut verstehen können. Ja, mein Thema: gezielte Düngung bringt Erfolg. Und dazu möchte ich Ihnen einfach ein paar Beispiele zeigen. Bei der Düngung unterteilen wir eigentlich in die Bodendüngung und in die Blattdüngung. Bei den Vuxal-Blattdüngern finden wir verschiedene Zusatzstoffe, die neben den Nährstoffen vorhanden sind, wie Puffersystem, Chelatisierung, Verdunstungshemmer, Absorptionsmittel, Haftmittel. Alles dieses bezeichnen wir als Formulierungstechnologie. Warum betreiben wir diesen Aufwand? Es ist relativ einfach. Die Blattoberfläche stellt eigentlich eine Barriere dar zum Schutz des Blattes gegen Wasserverluste oder Eindringen von pathogenen Stoffen. Durch diese Barriere müssen wir als Blattdünger aber eigentlich durch, um überhaupt in der Zelle was bewegen zu können, um einen Effekt in der Pflanze erzielen zu können. Ein Beispiel mal aus diesem Jahr: Kartoffelacker, 90 Bodenpunkte, Sorte Belana, Grunddüngung 120 Kilogramm N in der Kontrolle. Und hier haben wir zwei Spezialdünger eingesetzt zur Saat oder zum Pflanzen bei der Kartoffel. Einmal Manna-Turbo-Starter mit 12% Stickstoff, 36% Phosphor, Bor, Mangan und Zink. Mangan und Zink sind hierbei teilchelatisiert, um die Nährspurennährstoffe auch langsam fließen zu lassen. Das zweite Produkt, was wir eingesetzt haben, ist Tadit MU38, ein Langzeitstickstoff mit 3% sofort wirkendem Stickstoff und 35% Methylenharnstoff als Langzeitstickstoff, der wiederum nicht über Nitrifikationshemmer abgebaut wird, sondern hier brauchen wir die Bodenbakterien. Wir stimulieren die Bodenbakterien, die den Stickstoff zersetzen, sodass die Pflanze ihn aufnehmen kann. Wenn wir sehr schön sehen, hier fangen wir mit der ersten Variante an. Kontrolle, dann kommt der Turbostarter als Stimulator für die Wurzelbildung bei der Kartoffel. Wir haben hier einen sehr schönen Knollenansatz steigern können und gleichzeitig auch den Ertrag sehr schön anpassen können, weil wir direkt neben der Knolle liegen und somit die Kartoffel mit der Wurzelbildung sofort stimuliert wird. Kombinieren wir das mit der Stickstoffvariante, die über ca. 3 Monate den Stickstoff freisetzt, haben wir einen schönen gleichmäßigen Nährstofffluss im Stickstoffbereich, auch gerade wenn es mal etwas trockener wird, unten im Nest. Solange es da feucht ist, werden Nährstoffe und Stickstoff freigesetzt. Beim Stickstoff alleine sehen wir sehr schön, dass die Stimulation aus dem Phosphor im Wurzelbereich fehlt, also kann er hier kein Optimum erreichen. Begleitet wurden auf allen Flächen aber auch noch Vuxal-Basis ausgebracht mit Multimikro. Gerade ein Produkt, was in Trockenstresssituationen ausgebracht wird. Wichtig in 2020 war aber auch eine Magnesiumdüngung. Durch die hohe Sonneneinstrahlung wird Magnesium sehr stark abgebaut in der Pflanze, sodass wir auch durchaus mit Magnesiumgaben zusätzlich arbeiten mussten. Zum Abschluss, gerade weil es eine Speisesorte ist, nochmal Vuxal-Top K, Phosphor-Kali-Kombination, um dementsprechend Nährstoffe in der Pflanze fließen zu lassen und gleichzeitig über das Kali aber auch Feuchtigkeit in der Pflanze zu binden und aber auch die Qualität, Kaligehalt in der Knolle zu erhöhen, um eine gute Speisequalität zu erreichen.
Hier mal ein Beispiel, wie die Sortierung ausgesehen hat. Einmal die Kontrolle, reine Phosphor-Variante, Phosphor plus Stickstoff und reiner Stickstoff. Man sieht hier sehr schön an der Sortierung, wenn der Stickstoff geht in erster Linie in die Übergrößen rein und macht dicke Kartoffeln. Ansonsten haben wir eine schöne Steigerung in der Sortierfähigkeit erhalten. Das zweite Beispiel aus 2020, was ich mitgebracht habe, ist eine reine Blattdüngungsvariante. Hier haben wir auf einen Querschnitt aus 7 verschiedenen Standorten gemacht und behandelt wurde einmal mit Vuxaltor P Multimicro plus Multimicro im EC21 ca. 14 Tage nach dem Auflaufen bis Reihenschluss. Die zweite Produkt, das eingesetzt wurde, ist Vuxaltor K mit 4 Liter Projektor plus Multimicro in EC39, das heißt zwischen Reihenschluss und Blüte, also möglichst nah an die Blüte rein, so 14 Tage, 3 Wochen nach der ersten Behandlung. Und Tadit MU28, hier eine Formulierung als flüssiger Langzeitdünger in ähnlicher Form, wie ich es eben erwähnt habe, den man gezielt dann in verschiedene Bestände reingeben kann. Kontrolle, Vuxaltor P, also die frühe Phosphor-Variante, 14 Tage nach dem Auflaufen. Unser Ergebnis, das ist nichts Besonderes. Wir kennen dieses Thema eigentlich aus über 20 Jahren Versuchserfahrung mit Vuxaltor P, dass wir hier immer eine sehr gute Ansatzabsicherung erzielen können. Wir hatten 2020 da ein sehr trockenes Jahr, keine Beregnung auf den meisten Standorten hier. Und so können wir ganz einfach sehen, dass die zweite Maßnahme, eine ergänzende Maßnahme, Stimulation mit Phosphor und Kalium nochmal obendran, nochmal eine kleine Steigerung bringen konnte. Fehlt mir vorne an die erste Stimulation, also das frühe Wurzelbilden, die frühe Wurzelunterstützung bei der Kartoffel, sieht man sehr schön, wie die ganze Geschichte schon wieder etwas zurückgeht, obwohl wir hier zusätzlich Stickstoff eingesetzt haben. Also das heißt EC39 Top K plus Stickstoff, sieht man sehr schön, kann also nicht das Optimum erreichen, weil was ich vorne versäumt habe, kann ich hinten nicht mehr nachholen. Ja, und reine Stickstoffvariante funktioniert auch, aber eben auch kein Optimum. Ja, Strategieschwerpunkte in der Kartoffel bei der Düngung generell. Vorne an Knollenansatz absichern, einmal über Manna-Turbo-Starter oder auch über Vuxaltor P. Manna-Turbo-Starter kann hier sehr schön auch nochmal mit einem Langzeitstickstoff ergänzt werden. Wer diese Technik Mikrogranulate nicht hat oder Beizanlage nicht hat an der Pflanzmaschine, kann auf die Nachauflaufbehandlung zurückgreifen mit Vuxaltor P und Multimicro. So circa 14 Tage, 3 Wochen nach dem Auflaufen ist meistens eine extra Überfahrt erforderlich. Vorteil bei der Variante, ich kann sortenspezifisch oder auch witterungsspezifisch reagieren und das dementsprechend anpassen. Der zweite wichtige Punkt bei der Kartoffel ist Gesamtversorgung, Stressminderung. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, Vuxal-Multimicro-Spurenelement-Kombination zur Blüte, da ist ein ganz wichtiger Termin, um da sicherzustellen, dass alle wichtigen Spurenährstoffe in der Kanole drin sind oder in der Pflanze drin sind, um hier eine Reduzierung des Ansatzes zu vermeiden. Vuxal-Basis, ein altbekanntes Produkt, gerade wenn es um Stress geht, ob es Trockenstress ist, Hitzestress ist, Hagelschlag oder Windbruch. Vuxal-Basis ist ein ganz milder Dünger, der sehr schnell hilft, den Zellapparat wieder aufzubauen und die Pflanze zu stabilisieren oder auch Feuchtigkeit in der Pflanze zu binden. Ja, und der letzte wichtige Punkt bei der Kartoffel ist Ertrags- und Qualitätsabsicherung. Hier für mich mittlerweile ganz wichtig, Vuxaltor K, Phosphor und Kali in Kombination. Phosphor mobilisiert die Nährstoffe in der Pflanze, Kali bindet Feuchtigkeit in der Pflanze und Kali in der Knolle reduziert und stabilisiert die Knolle, reduziert Blauflecken, Schwarzflecken und stabilisiert die Kartoffel und bringt nochmal einen guten Geschmack mit. Und ja, wie die Vorredner eben schon sagten, wer vorne an Stickstoff etwas einspart, um nicht zu viel Stickstoff hinten raus zu viel zu haben, kann eben mit Tadit MU28 sehr schön in verschiedenen Gaben Stickstoff nochmal nachschieben und hat somit eine gute Stickstoffverteilung übers Jahr. Ja, Eigenschaften unserer Vuxal-Blattdünger, effektive Aufnahme durch optimale Formulierungshilfen, eben nicht nur Nährstoffe, sondern viele Eigenschaften, die einfach dazugehören, um überhaupt ins Blatt reinzukommen. Geringe Aufwandmenge, dadurch geringer Salzstress für die Pflanze. Nährstoffe sind, die übers Blatt kommen, sind auch immer, fast immer mit Salzen in Verbindung zu bringen.
Und gerade wenn die Pflanze Stress hat, sollte man auf zusätzliche Stressfaktoren verzichten und da möglichst wenig Stress, zusätzlichen Stress machen. Optimierte Nährstoffkombinationen mit Additiven, Netzmittel, Haftmittel, pH-Puffer, Wasserenthärter, alles diese Kombinationen, die Sie in den Buchsalen wiederfinden. Ja, ein ganz wichtiger Spruch von der Fachhochschule Osnabrück: Bei der Blattdüngung kommt es nicht auf die Menge Nährstoffe an, die ausgebracht wird, sondern auf die Formulierung. Viel wichtiger ist die Formulierung, damit ich die Menge, die ich ausbringe, auch gezielt ins Blatt hineinbekomme. Problemlösungen für den Ackerbau stehen bei uns verschiedene Sachen zur Verfügung, wie zum Beispiel flüssige Blattdünger oder auch Suspensionen, Kombinationen mit Wasserenthärter und pH-Puffer, um eben auch mit Pflanzenschutzmitteln optimale Wirkungen zu erzielen, Mikrogranulate für die Saatblattdüngung, um phosphorreduzierte Düngung zum Beispiel durchzuführen, das ist Manna Turbostarter, Fertigationsdünger, wer über die Fertigation in den Kartoffeln nachdenkt, aber auch ein Langzeitdünger in flüssiger oder in fester Form, für einmal für die Blatt- und einmal für die Bodendüngung. Wenn Sie Fragen zu den Vuxalen haben, einfach auf MyVuxal klicken und hier werden schon mal viele Fragen beantwortet. Ansonsten stehe ich Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Ja, vielen Dank und wenn Fragen sind, schreiben Sie in den Chat. Wir werden die dann auch noch anschließend beantworten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Jonen. Nun haben wir auch schon eine erste Frage. Und zwar, kann ich Vuxal Top P mit Pflanzenschutzmitteln mischen? Vuxal Top P kann man sehr schön mit Pflanzenschutzmitteln mischen. Es geht natürlich nicht alles, aber wer da Fragen zu hat, am besten einfach auf MyVuxal klicken. Hier sind unsere aktuellen Mischproben immer hinterlegt, was wir alles an Pflanzenschutzmitteln oder auch an Blattdüngern mit diesem Produkt schon gemischt haben. Und eigentlich bei den Weizen oder bei den Fungizidmaßnahmen oder Insektizidmaßnahmen haben wir eigentlich da weitestgehend keine Probleme. Entschuldigung, jetzt hatte ich gerade mein Mikro aus. Kein Problem. Die zweite Frage wäre, was ist Tadit? Ja, Tadit ist eine spezielle Langzeitstickstoffformulierung, die im Gegensatz zu den meist verbreiteten Produkten nicht über Nitrifikationshemmer arbeitet, sondern hier arbeiten wir über eine Methylenharnstoffverbindung, eine langkettige Harnstoffverbindung, die über Bodenbakterien oder Enzyme abgebaut werden muss in der Pflanze bzw. im Boden. Das hat den Vorteil, dass ich die Pflanze bzw. die Bakterien im Boden stimuliere, Nährstoffe freizusetzen. Und das wiederum funktioniert eigentlich auch nur wie das Pflanzenwachstum. Wenn die Bakterien, wenn es zu kalt ist, werden keine Bakterien im Boden aktiv und die Pflanze nimmt auch nichts auf. In dem Moment wird auch kein Nährstoff freigesetzt. Das heißt, der Stickstoff im Boden bleibt so, wie er ist. Wird es wärmer, wird mehr Nährstoffe freigesetzt, wird mehr Stickstoff umgesetzt und dann kann die Pflanze auch dementsprechend mehr Stickstoff aufnehmen. Bei extrem hohen Temperaturen wird das Ganze wieder geblockt, weil die Bakterien dann auch wieder aufhören zu arbeiten. Dankeschön. Nun gebe ich das Wort an den Herrn Jacobs. Herr Jacobs, bitte noch den Ton und das Video anschalten. Wunderbar, jetzt sehen wir Sie. Ja. Moment bitte. Geht sofort los, bin ich auch zu hören? Ja, sehr gut. Ja. Nein, das war falsch. So, ich hoffe, ich bin zu hören. Meine Damen, meine Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen, auch im Namen der freundlichen Certis Europe BV. Mein Name ist Norbert Jacobs und ich freue mich richtig über Ihre Teilnahme.
Ich möchte Sie mitnehmen in den Bereich der Keimhemmung, nicht aber ohne einen kurzen Ausblick zu wagen. Wie sieht unser Programm der Certis im Kartoffeljahr 2021 aus? Ich könnte jetzt leider ein bisschen melancholisch werden und sagen, es war einmal eine Zeit mit mankozepphaltigen Produkten, die den Bereich der Fungizide wirklich gestärkt hat, im Bereich der Vegetation. Nichtsdestotrotz, ich denke, es ist viel darüber diskutiert. Wir sind doch wirklich gut vertreten über den Bereich der Lagerhausbeizung bis über den Bereich der Beizung an der Legemaschine oder auch stationär. Es geht dann weiter in den Bereich der Vegetation, über Insektizide, über Virusvektorenmaßnahmen. Wir haben auch einiges an Additiven für Sie bereit und natürlich der große Block der Kupferfungizide. Bis hin zum Abschluss das Thema Diabolo, sprich Lagerhausbeizung gegen Fusariosen und FOMA sowie Silberschorf. Oder aber auch natürlich der große Bereich der Keimhemmung, zu dem ich Sie jetzt einladen möchte, Sie mitzunehmen. Das soll heute unser kurzes Thema sein. Biox-M, unser Keimhemmungsmittel nach der Ära Chlorprofan. Die Minze, natürliche Minze, grünes Minzeöl, ja, haben wir häufig bestimmt schon einige Male im täglichen Alltag mit zu tun. Beispielhaft hier mal der Tee abgebildet, das Wrigley's Spearmint, das Kaugummi oder aber auch die Zahnpasta. Und nun eben halt grüne Minzeöl als Ersatz für Chlorprofan zur Keimhemmung der Kartoffeln. Zugelassen in Deutschland bei uns das Heißvernebelungsverfahren mittels Elektrofogger, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mittels Elektrotechnik. Die Aufwandmenge ist im Moment so definiert, die Indikation, die erste Anwendung können bis 90 Milliliter je Tonne gefahren werden, muss nicht, kann. Und die zweite bis elfte Anwendung jeweils mit 30 Milliliter pro Tonne. Wir sind allerdings dabei, ein flexibles GAP zuzulassen. Aktuell ist es noch nicht da, somit hat dieses Bestand, um noch flexibler auf die Bedingungen der Kartoffel oder der Lagerbedingungen reagieren zu können. Es gibt bei Biox-M aufgrund des natürlichen Wirkstoffs keine Wartezeit. Aus der Certis-Sichtweise haben wir jedoch eine freiwillige eingezogen, die da heißt 12 Tage, um eine Verflüchtigung des Wirkstoffs zu haben, ja, dass es im Nachhinein, ich sag mal, in Richtung Verarbeitung und so weiter keine Probleme gibt mit Geruchsanlastungen. Biox-M, relativ flexibel einsetzbar, wirklich für alle Lagerbedingungen. Wir haben eine Wirkung auf den bestehenden Keim. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, um den Zeitpunkt zu definieren, wann beginnen denn wir mit unserer Anwendung. Und wir haben eine vorbeugende Wirkung, auch bei keimfreudigen Sorten. Wir machen in allen Verwertungsrichtungen keine Einschränkung, außer aber die Pflanzkartoffel. Ja, neben der Pflanzkartoffel, die außen vor ist, dürfen wir aber alles behandeln, sprich Speise, Verarbeitung, Stärkekartoffeln. Ganz, ganz wichtiger Punkt und ich denke, das passt sehr, sehr gut in diese Zeit. Wir machen keinen Rückstand, das ist ganz, ganz wichtig, rückstandsfrei, zudem fibelgelistet, auch für den ökologischen Anbau zugelassen. Die 12 Tage freiwillige Wartezeit habe ich kurz erwähnt. Für den Landwirt und Lagerhalter sehr, sehr wichtig und auch im Grunde genommen die aufnehmende Hand. Welche Läger kann ich nutzen für den Einsatz von Biox-M? Da schließt sich erstmal nichts aus. Ich kann sowohl Boxen als auch Schüttläger damit behandeln. Und natürlich auch die Frage, Mensch, kommt es zur kontinuierlichen Entnahme? Häufig natürlich im Bereich der Speiseleute, aber natürlich auch im Industrielager. Jawohl, auch dann geht es darum, teilgefüllte Läger erfolgreich mit Biox-M behandeln zu können. Wann möchten wir anfangen? Wir hatten kurz gehört, bis zu 90 Milliliter in der Erstapplikation. Wir sind der Meinung, wenn 50% der Knollen Keime bis 2 Millimeter zeigen, reichen die 60 Milliliter, die ich in der ersten Applikation frei wählen kann. Gehen die Keime darüber hinaus oder ich habe mehrere Sorten im Lager liegen, wo wahrscheinlich dann eine den Takt vorgibt. Dann gehen wir auch bei Keimen, die größer sind als 2 mm, auf eine etwas höhere Aufwandmenge von Beginn an. Die heißt dann 70 bis 90 Milliliter zum Beispiel. Folgeapplikationen, deutlich geringere Aufwandmenge. Wichtig aber auch dazu zu wissen, relativ früh bitte kommen. Dann das Stadium weiße Punkte abwarten. Wenn es soweit ist, bitten wir dann um Nachlage. Ja, wie sieht ein Belüftungsregime bei der Anwendung von Biox-M aus für eine optimale Wirkung? Sollte eine Kühleinheit vorhanden sein, würden wir Sie bitten, diese zeitig vor der Anwendung auszuschalten und auch länger darüber hinaus ausgeschaltet zu lassen. Es geht einfach darum, dass möglichst wenig Wasser oder Eis im Lager vorhanden ist, weil eben halt ölige Formulierungen eine starke Affinität zu Wasser haben. Vor der Anwendung wird dann das Lager geschlossen. Und gerne auch die interne Lüftung auf Maximallast schon vor der Anwendung gestartet, dass im Grunde genommen der Luftstrom schon in Bewegung ist. Dann wird in diesen Luftstrom rein appliziert. Ja, Sie ventilieren bitte unbeeindruckt weiter.
Und nach der Applikation empfehlen wir auch noch mindestens so lange weiter zu ventilieren, bis sich der Nebel gesetzt hat. Dann kommt immer auch die Frage, Mensch, wie lange muss ich denn dann das Lager geschlossen halten? Nach der Anwendung, unsere Empfehlung heißt 48 Stunden als Minimum. Wer es sich erlauben kann und da wenig Sorge hat, der ist mit 72 Stunden gut beraten. Warum, möchte ich Ihnen kurz zeigen. Versuch von der Uni Wageningen aus 2019, Ernte von 3 Sorten in 2018. Dann sind die auch eingelagert worden im Oktober, relativ spät ausgelagert worden im Mai 2019. Wir haben eine Lagerperiode von 211 Tagen. Es sind im Grunde genommen 3 Sorten gewesen, Maritima, Innovator und die Melody. Und hier ist abgebildet, wie viel Gramm Keime haben wir am Kilogramm Kartoffeln bei der Auslagerung. Einmal der Block unbehandelt, wir gehen da raus mit 64 Gramm. Dann im Grunde genommen der Zulassung entsprechend bei uns, gestartet mit 90 Milliliter, gefolgt von 8 Applikationen mit 30 Milliliter. 24 Stunden lagerdicht, bevor wieder externe Luft zugeführt worden ist. Im Gegensatz dazu, gleiches Regime gefahren, gleiche Aufwandmengen, gleiche Applikationstage, aber eben hat der Unterschied deutlich länger das Lager geschlossen gehalten. 72 Stunden gegenüber 48. Unsere Empfehlung ist häufig gegenüber 24, Entschuldigung. Unsere Empfehlung ist 48 oder aber mehr, wer sich es leisten kann, Stichwort CO2, Backfarben und so weiter, dann sehen wir, dass das nochmal eine deutliche Verbesserung der Wirkungsgrade bringt. Sie behalten bitte die 64 und die 12 nochmal im Kopf. Wir springen nochmal eben kurz weiter. Es macht immer mal auch die Runde des Hybridsystems. Hybridsystems bezeichnen wir im Grunde genommen die Kombination von Keimhemmungsverfahren. Und da denken wir jetzt in erster Linie an die Vorlage von Maleinsäure im Feld. Ja, hier ist es Crown gewesen, das könnte ein Himalaya heißen oder ein Phaser und so weiter. So, hier unsere 64 Gramm unbehandelt wieder. Wir haben hier unsere 12 Gramm, die wir kannten nach 72 Stunden Lagerschließung. In Kombination mit Crown im Feld geht das nochmal deutlich runter. Und hinzu kommt, ich habe hier andere Aufwandmengen im Nachhinein gewählt und auch nur noch in Anführungsstrichen 5 Behandlungen. Ja, das auch zum Stichwort Kostendisziplin. Ja, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass ich die Systeme kombiniere und somit quasi einen Synergismus auch ausschöpfe für mich. Alleinige Anwendung von Crown hat auch schon einiges bewirkt, denke ich. Ich bin ganz froh, dass wir es da mal mit dargestellt haben. Heißt aber auch Fazit daraus, letztendlich in Biox M ist wirklich explizit geeignet, nach der aufhörenden Wirkung des Maleinsäures dann zu beginnen. Ja, das spart auch Zeit, das spart Kosten und ich denke, das ist auch eine ganz, ganz schöne Darstellung. Und Sie nehmen bitte mit, die 72 Stunden, wer sich leisten kann, sind immer auch noch besser wie die 48, aber unsere Empfehlung geht hier halt Minimum 48 Stunden Lagerschließung. Darüber hinaus werden wir empfehlen, im Vorweg im Feld, eigentlich immer, wenn es geht, die Maleinsäurevorlage. So, dann könnte man diesen Bereich sehr, sehr schön abwarten. Man lagert in Ruhe ein, man hat nichts im Nacken. Ich kann trocken ventilieren. Ich gehe dann in den Bereich der Wundheilung, wo die Temperaturen ja deutlich höher sind als die, die ich anstrebe zur Keimhemmung. Ja, und dann legen die Kartoffeln irgendwann los und ich stehe Gewehr bei Fuß mit einem Biox M. Das könnte nochmal nachgelegt werden. Da schließt sich nichts aus. Ja, das wäre unsere Empfehlung, wenn möglich, immer einmal die Maleinsäure vorlegen und eben halt bei Beginn der Keimung werden wir dann entsprechend reagieren können. So, jetzt stellte sich die Frage, in vielen Besuchen auf vielen Betrieben und in vielen Lägern hatten wir immer den Eindruck, dass womöglich Öle oder in unserem Fall natürlich ein Biox M womöglich eine Art Zusatznutzen mit sich bringt, bezogen auf Schaderreger. So, und weil sich das im Grunde mehrte, diese Eindrücke, haben wir gesagt, Mensch, können wir das nicht probieren nachzustellen? Das hat dazu geführt, dass wir eine Untersuchung in Auftrag gegeben haben bei der Hochschule in Osnabrück. Da ging es in erster Linie um Pectobakterienstämme und um Fusarium. Wir haben da jeweils auf diese verschiedenen Stämme mit der maximalen Aufwandmenge 90 Milliliter gearbeitet, um das gleich zu halten. Wie sind wir da vorgegangen? Also es sind hier ausdrücklich nochmal beschrieben Laborversuche. Man hat im Grunde genommen Lagertypen runtergebrochen, Lagerbedingungen runtergebrochen auf Laborbedingungen, um auch wirklich diesen Ansatz zu wählen, der dann relativ auch sehr genau sein wird. Ja, hier mal ein Bild nach der Behandlung dieser Knollen. Man hat also erstmal sich entschieden, Knollen in der Tat zu behandeln. Idealerweise, wenn ich die behandle mit Biox M, zeichnen die natürlich auch und ich müsste ja dann auch eine keimhemmende Wirkung wiederfinden, was hier der Fall war. Aufgrund der Schönheit dieser Oberfläche, da können wir uns drüber streiten. Ja, aber ich denke, wir stimmen überein, dass wir hier wirklich diese Behandlung mit Biox M wiederfinden, bezogen auf die keimhemmende Wirkung.
So, dann ist man aber übergegangen und hat im Grunde genommen dieses Agar besetzt mit den Erregern, ja, und hat im Grunde genommen abgewartet. Eine Zeit lang hat man diese Lagerbedingungen nachgestellt, sprich Temperatur. Danach ist man in einen Temperaturbereich gegangen, der für den Erreger optimal ist, um danach im Grunde genommen nach dessen Entstehung, ja, ich sag mal, die Ausbreitung relativ schnell voranzutreiben und auch eine Zählung vornehmen zu können. Hier jetzt mal jeweils mit dem Kugelschreiber abgehakt, wie viele Stämme man denn dann so findet. Einmal in der Kontrolle, rechts die BioxM-Petrischalen daneben. Das führt zu folgendem Ergebnis. Man hat zahlreiche Wiederholungen gehabt. Hier waren es derer 12. Man hat dann irgendwelche Werte natürlich wahrgenommen und gemessen. Wir haben einiges gesehen gerade in der Petrischale. Ich beschränke mich jetzt auf den Mittelwert. Da wurde im Grunde genommen bei Pectobacterium carotovorum wurden 111 Erreger gefunden in der Petrischale gegenüber einem in einer Wiederholung beim BioxM. Ja, das ist mehrfach wiederholt worden mit mehreren Verdünnungsstufen. Wie gesagt, 24 Stunden Lagerbedingungen nachgestellt, danach angehoben auf 28 Grad, um das Ausbreitung des Erregers voranzubringen. Das war sehr, sehr beeindruckend. Hier nochmal ein zweiter Erreger, Dikea solani. Auch hier wieder 24 Stunden Lagerbedingungen nachempfunden, danach Erhöhung der Temperatur auf 25 Grad. Wir gehen auch hier über einen Mittelwert von 123 nachgewiesen gegenüber wirklich 0. Eingangs sagte ich, Mensch, wir haben auch Fusarium kontrolliert, möchte Ihnen das Ergebnis nicht vorenthalten. Fusarium sumbacinum, hier hat man etwas anders den Ansatz gewählt. Man hat einen sogenannten Plot oder einen Pfropf aufgesetzt und hat dann geschaut, Mensch, wenn die Bedingungen für ihn gut sind, wie vermehrt er sich und hat das Wachstum letztendlich nachher beobachtet und auch gemessen. Hier sehen wir, das ist in einem Radius dargestellt worden, indem man den dann bemisst. Einmal in der behandelten Kontrolle mit BioxM, da ist der Pfropf wirklich geblieben, wie er aufgetragen wurde, und in der unbehandelten Kontrolle dann eben halt, wie der letztendlich da profitieren und wuchern konnte. Etwas andere Darstellung hier, auch wieder einige zahlreiche Wiederholungen, derer waren es 12. Es gibt einen Mittelwert von 6 cm Durchmesser des Wachstums des Pilzes gegenüber, ja, nicht nachweisbar, 0. Ja, unsere Ja, ich sag mal, unser Fazit daraus, erste Ergebnisse wohlgemerkt aus dem Labor. Wir haben in den Laborversuchen eine Hemmung bzw. Unterdrückung der Erreger festgestellt. Wir schauen, ob sich das in großen Lägern unter Praxisbedingungen wiederfinden lässt. Einige Hinweise aus der Vergangenheit haben wir dazu. Ich denke, das ist vielleicht ein schöner Zusatznutzen. Ja, dennoch bleibt unsere Indikation und unser Antritt natürlich der Keimhemmung von Kartoffeln in den Lägern. Ja, wie machen wir es denn nun? Ja, BioxM, wir sind angetreten, haben immer wieder gesagt, ja, bitte ausschließlich Elektrofock-Technik, verwenden für dieses Produkt, da einmal letztendlich dadurch das schönste Tröpfchenspektrum gegeben ist, um die Kartoffeln zu durchdringen. Ja, aber natürlich auch ein Stück bei dem geschuldet, dass wir gesagt haben, Mensch, das ist das sicherste Verfahren, was wir wählen können. Eine Sache noch zum Abschluss. Dieses ist vielleicht bekannt. Es gibt auch noch weitere, ich sag mal, Hersteller mittlerweile. Es bildet sich gerade ein Dienstleisternetz. Die Geräte sind nicht gerade günstig. Aber eben halt, dann taucht natürlich aus der Praxis die Frage auf, Mensch, kann ich denn nicht irgendwo ein Gerät, was etwas kleiner ist, was vielleicht für den Landwirt oder vielleicht mal für den Zusammenschluss von Landwirten interessant sein könnte, nutzen? Da werden wir jetzt zeitnah einen Versuch auch, ich sag mal, hier bei uns am Niederrhein machen, mit dem Resonator der Firma Bestermann zum Beispiel. Das ist in Deutschland noch nicht zugelassen. Wir werden das demnächst allerdings versuchen. Für kleinere Einheiten, wo der Landwirt als sachkundige Person selber die Vernebelung vornehmen kann, in vielleicht etwas anderen Intervallen, wenn wir dieses flexible GAP für BioxM vorliegen haben. Das, denke ich, ist ein ganz interessanter Ansatz, den wir weiterverfolgen, um auch letztendlich die Betriebe mit Technik zu versorgen für die Ausbringung der jeweiligen neuen Keimhemmungsmittel. Ja, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein zum Bereich der Keimhemmung. Wir stehen natürlich für Fragen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Ja, BioxM, um es kurz zu machen, Keimhemmung erfrischend anders. Möchte mich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken mit ackerbaulichem Gruß. Vielen Dank. Danke, Herr Jacobs. Nun hab ich auch eine Frage an Sie. Und zwar, bis zu welcher Temperatur im Lagerprodukt kann BioxM eingesetzt werden? Also wir haben häufig, weil wir die ersten 2 Jahre relativ selbstständig als Certis-Mitarbeiter wirklich viele Applikationen vorgenommen haben. Da waren durchaus Bedingungen bei, die sehr, sehr stark schwankten.
Wir können BIOX-M letztendlich verarbeiten bis irgendwo 2-3 Grad. Wir empfehlen natürlich nicht, vor der Anwendung den Kanister bewusst nach draußen zu stellen. Ja, aber ich sage mal, es geht runter bis 3 Grad, haben wir keine Probleme gehabt. Auch nicht, wenn das Produkt eingeblasen wird in eine womöglich kalte Halle, wo vielleicht eine Kühlung schon gearbeitet hat. Also da sind wir recht flexibel. Ja, wir empfehlen natürlich, das Produkt möglichst einigermaßen warm mit zur Halle zu nehmen und dann eben halt während der Behandlung gibt es da aber keine, ich sag mal, Aufwandsmaßnahmen, die da heißen, den Kanister schützen, warm halten, Heizdecke und so weiter. Okay, noch eine Frage. Wie lange sind circa die Abstände zwischen den Behandlungen BIOX-M? Grundsätzlich gilt für unser Minzöl BIOX-M, dass immer die Kartoffel den Ausschlag gibt, nicht der Kalender. Die Kartoffel gibt den Ausschlag, wann fangen wir an? Ja, und darüber hinaus ein ganz, ganz wichtiges Parameter ist eben halt die Qualität der Halle. Ja, und diese Kombination, indem wir die bewerten, wie weit ist die Kartoffel, wie weit sind die Keime, wie ist die triebig, wie ist die Endlagertemperatur und eben halt die Güte der Halle, das bestimmt letztendlich die Aufwandmenge. Da sind wir dann hoffentlich irgendwann flexibler von unserer Zulassung her. Aber ich kann im Grunde sagen, als Erfahrungswert, irgendwo Anwendungen zwischen 60 Milliliter bis 70 haben in der Regel zur Folge, dass wir so alle ja, 4 bis 7, 8 Wochen behandelt haben. So dazwischen. Okay, danke schön. Gerne. Dann darf ich mich noch recht herzlich bei Ihnen allen bedanken für Ihre Teilnahme. Es freut uns, dass so viele teilgenommen haben. Für eine Teilnahmebescheinigung oder auch persönliche Beratungsgespräche stehen die Kollegen sehr gerne zur Verfügung. Da blende ich Ihnen auch gleich die Kontaktdaten nochmal ein. Genau. Und sonst wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Jenny, eine Frage. Sind noch Fragen zusätzlich aufgetaucht oder haben wir die alle behandelt? Wir haben alle behandelt. Okay.